lacht sogar die Sonne. Ja, wir sind jetzt hier unten am Fluss angekommen. Sind ein bisschen da runter gekraxelt, also da geht's schon ein bisschen hoch. Da wurde die Straße, da waren wir gekraxelt. Genau. Weiß nicht, inwieweit man uns hört, weil das ja hier ein bisschen das Fluss ein paar Geräusche macht, aber. Ja, aber das ist ja das, was wir jetzt auch sehen wollten. Wir wollten ja uns das Flüsschen so mal anschauen. Genau. Und vor allem mal die Hand reinhalten. Das kann ich mal machen. Du kannst ja mal die Kamera übernehmen. Genau. Eiskalt. Eiskalt? Glasklar. Schön, richtig schön. Ja, mit Phil, dann will ich das da auch mal machen. Ja, na, aber selbstverständlich. So, einmal rein, wo hast du das gemacht? Ja, da vorne. Musst du lange Arme haben. Komm, 1, 2, 3 ist er drin. Klatsch. Nee, geht mir doch nicht. Naja, versuch das da. Uiuiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Das ist ja kalt. Das ist ja gemein. Naja. Komm, komm, komm. Ja, ich habe ein bisschen nasse Hände. Ich gehe da gleich noch mal rein und dann hau rutsch. Genau. Auf jeden Fall richtig schön. Wir waren das. Ja, okay, das letzte Mal war es hier schon kälter und war es eindeutig glatter. Ja, ja, ja. Das konnte man nicht machen. Aber jetzt passt das ganz gut. Man muss zwar schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen rutschig ist es und vor allem auch ein bisschen matschig. Aber ja, mit dem Matsch, da kennen wir uns ja mit den Füßen schon aus. Wie wir die Schuhe wieder sauber kriegen, wissen wir auch. Also okay, alles. Diesmal wollen wir nur reinlaufen. Ja, genau, genau. Gut vorbereitet. Auf jeden Fall ist das schön hier. Und Leute, wir mal sehen, was wir den Tag heute noch so machen werden. So wirklich wissen wir es nicht. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen Video schneiden, damit wir einfach auch nach unserem Urlaub nicht so viel Stress haben. Vielleicht kann das auch sein. Das wäre das erste Mal, dass wenn wir im Urlaub sind, noch was losschicken. Vielleicht sogar noch was online stellen. Wir wissen es aber noch nicht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Ihr wisst es schon, weil ihr habt es wenn gesehen. Ja, genau. Das macht mich immer so wahnsinnig, dass ihr mehr wisst als wir. So ist es. Naja, wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um und wenn wir noch was entdecken, dann blenden wir euch das natürlich ein. Der Marcel und ich waren fleißig. Wir haben beide etwas geschnitten. Also Marcel hat das nächste Video, also den nächsten Vlog fertig. Das finde ich schon echt sehr erstaunlich, weil wir das... ein Schweizer. Weil wir das ja normalerweise gesagt haben, wir machen das alles zu Hause.
Ich habe in der Zeit Drohne geschnitten. Das Ganze nicht mit einem Rechner, sondern mit einem, ja, Tablet. Das ging mega gut, ehrlich gesagt. War für mich auch das erste Mal. Ja, ein paar Optimierungssachen, also ein bisschen Optimierungsbedarf ist da noch, aber das werden wir dann schon hinkriegen. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist die Aussicht, die haben wir natürlich die ganze Zeit schon genossen. Jetzt ist sie ja gar nicht mehr da, aber naja, es liegt halt daran, weil wir gerade in der Wolke drin stehen. Aber wir werden uns jetzt was Leckeres zu essen kochen. Nämlich heute gibt es Spaghetti Bolognese. Kommen ja Italien immer näher, aber morgen noch nicht in Italien. Wir wollen da nochmal rüber, mal sehen, ob es klappt. Das ist ja alles dieses Jahr ein bisschen ja, anders mit Corona, aber das muss man dann halt sehen. Ja, in diesem Sinne werden wir jetzt erstmal anfangen. Wie ihr sehen könnt, ich sitze natürlich schon im Bett. Das heißt, für uns hat der Abend heute ein Ende. Für euch, es geht morgen weiter. Wir werden jetzt noch unser, ja, gerendertes Video schauen natürlich, was wir schon mal oder was Marcel schon gemacht hat. Und ich habe auch noch eine, glaube ich, eine Kleinigkeit, das müssen wir mal gucken. Und dann, ja, werden wir uns das gemütlich machen und auch schlafen gehen. Es sind jetzt hier noch einige dazugekommen, also alleine sind wir leider nicht mehr. Aber na ja, gut, das ist halt so. Und auch andere sollen ja an dem Platz ihre Freude haben. Also von daher ist das ja auch okay. Genau. Ansonsten gute Nacht und bis morgen früh. Euch einen wunderschönen guten Morgen hier vom Albula Pass. Wir haben es gerade mal kurz nach 7. Und warum stehen wir so früh auf? Das hat einen einfachen Grund. Und zwar Klärchen. Das sind richtig geile Bilder. Und das Lustige ist, dass dort oben sogar noch der Mond da ist. Das heißt, wir haben beide wichtigen, naja, Mond ist kein Planet, aber ich sag mal, Himmelskörper für den Menschen, den wir am frühen Morgen sehen können. Und es ist so unfassbar schön. Falls ihr da ein Geräusch hört, ja, das ist die Drohne. Stefan ist schon mal am Fliegen, weil das müssen wir einfach genießen, weil so eine tolle Sicht hatten wir noch nicht. Aber diesmal haben wir sie. Und ihr sollt jetzt auch noch ein paar Bilder genießen können. Na du Trottel? Erstmal guten Morgen. Habe ich ja schon gesagt zu den Leuten, aber jetzt erzähl mal, was du schon wieder vergessen hast. Ja, was der Typ da macht, ne? Also der ja, versucht gerade für euch was zu posten, aber der Internetempfang ist hier, naja, Stück für Stück dauert das halt, ja. Nein, ich habe mal wieder Drohnen, bin mal wieder Drohne geflogen und habe natürlich mal wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also musste ich die Strecke nochmal fliegen. Aber ging alles. Ich denke, die Aufnahmen sind trotzdem was geworden. Ja. Also wenn, das überlege ich gerade, entweder habt ihr sie gerade gesehen oder wir blenden sie jetzt ein, weil so genau weiß ich nicht. Ich glaube, ihr seht, ihr habt es schon gesehen, ob das was geworden ist. Ja, mal gucken. Also im Moment blendet die Sonne sehr, aber es ist ja auch schön, wenn die Sonne Ist da ist. der Vorteil,
mich nicht mehr so ganz. Ich kann sie umdrehen. Ja, gut, ich nicht. Weil du sie nicht mit hast. Aber die Landschaft ist hier echt, das ist einmalig. Also, Wahnsinn. Uiuiui. Sind 40. Uiuiui. Da wird was vorbereitet, das sieht gut aus. Naja. Es ist tatsächlich online ab jetzt. Das heißt, ihr könnt das jetzt ihr habt das schon angucken. Ihr habt das schon längst gesehen, ja. Habt ihr das. Also, na gut. Richtig schön hier. Unser Plan für heute ist auf jeden Fall Eisenbahn fahren. Ja, bei dem Wetter super. Sollte das wirklich wunderbar funktionieren. Man fährt ja unter dem Albula-Pass, man fährt ja durch die Berge durch. Aber erstmal, um hier raufzukommen, das ist schon was, haben wir schon gesagt, 2293 Meter sind wir hoch. Jawohl, genau. Also richtig toll, weil wir sind teilweise höher als die Passstation dann noch. Ich glaube, die ist 2300... Okay. Ja, 30, 35 oder so, na, weiß ja, ich nicht genau. Dann sieht das alles so komisch aus. So, jetzt werden wir erstmal frühstücken und so dann machen es. Wir uns fertig für heute. Genau. Wir stehen an Bahnsteig. Zwei. Wir warten auf den Zug, der hier jeden Moment ankommen sollte. Ja, 10.14 Uhr ist Abfahrt. Und richtig. Es geht nach St. Moritz. Genau. So, über diese ganze Serpentinen und so weiter, also, über die Viadukte rüber. Genau, das, was ihr schon gesehen habt, ne, von unten. Genau. Das wollen wir jetzt von oben genießen. Werden eine Stunde in St. Moritz uns aufhalten und dann wieder zurückfahren. Das Ganze kostet mit Wechselgebühr ungefähr 64 Euro und ein bisschen. Genau. Also es geht auch für zwei Personen natürlich hin und zurück. Ja, und die Dinger, die darf man natürlich nicht vergessen, weil auch hier in der Schweiz ist das natürlich besser so. Genau. Wo man das hier in der Schweiz allerdings nicht braucht, ist im Einkaufsladen. Es wird nur empfohlen, wenn es zu eng wird, also weniger als 1,5 Meter, wenn man den Abstand im Einkaufsladen und eigentlich ist es im Einkaufsladen immer der Fall, aber... Ja, na gut. Aber es hat kaum einer eine Maske auf dort, also ist hier ein bisschen anders, genau. Jetzt warten wir auf den Zug und dann melden wir uns aus St. Moritz wieder. Genau. Wir sind hier im spektakulärsten Teil der Albula-Linie. Gleich einem Karussell überwindet der Zug im Kehrtunnel die Höhenmeter und wechselt dafür viermal die Talseite. Der Ausblick aus dem Fenster wird zum Verwirrspiel. Bei Breda erreichen wir das Herzstück der Albula-Linie, den 5865 Meter langen Albula-Tunnel. Er verbindet das Albula-Tal mit dem Engadin. Der im Jahr 1903 eröffnete Albula-Tunnel wird bis zum Jahr 2021 durch einen Neubau ersetzt. Die Info-Arena in Breda informiert umfassend über das Großprojekt. Es werden auch Baustellenführungen angeboten. Servus, grüezi und hallo aus St. Moritz. Ich hoffe, euch haben die Bilder, die ersten Bilder gefallen mit der Albula-Bahn. Ja, rätische Bahn ist das hier. Genau, also uns hat es auf jeden Fall gefallen. Oh ja.
freuen uns auch schon auf der Rücktour, da werden wir auf der anderen Seite sitzen. Versuchen wir zumindest, wenn die Plätze nicht alle belegt sind. Naja, also das ist der Vorteil, der Zug fährt direkt von hier, da hat man glaube ich bessere Möglichkeiten. Ich denke schon. Ja, und wenn man jetzt hier anguckt, ja. Wir können ja mal rumgehen hier. Die High Society fühlt sich hier wohl. Aber also der See hier vorne, also das ist schon mega schön. Ja, kann man nicht anders sagen. Es gibt auch schöne Hotels, muss man sagen, die haben sie hier schon gut gemacht. Kann man nicht meckern. Ja. Wir werden jetzt hier ein bisschen verweilen, werden eine kleine Pause machen. Und dann werden wir einfach mal schauen, was wir noch weiterhin so sehen werden. So ist es. Wir sind wieder auf dem Weg zurück und wir hoffen, ihr habt jetzt genauso schöne Bilder wie vorhin. Sind wir wieder angekommen? Ja. Im wunderschönen Bergün. Und wir haben uns gleich mal eine Festbar gemacht, nämlich ein bisschen Apfel. Und probieren doch jetzt mal das neue Venlet aus. Genau. Zum ersten Mal in diesem Urlaub im Einsatz. Genau. Also bisher recht coole Sache. Klar, wir stehen ein bisschen schräg. Also das heißt, in die Richtung ist auch das etwas schräg. Aber durch diese Folie, die da noch drauf ist, die rutscht das oder die rutscht nicht und die bremst das Ganze ein bisschen, also gibt es da auch keine Probleme. Also doch wieder eine gute Sache von Kai, dass diese Folie nicht abzuziehen. Genau. Ab und zu hat der Mann auch recht. Genau. Ja, wir genießen jetzt hier den Apfel, den haben wir ja auf dem Campingplatz am Bodensee. Top, wir haben da auch Marmelade, die können wir euch auch auf jeden Fall empfehlen. Lecker. Richtig gut, also tolle, frische Produkte. Das werden wir jetzt genießen und dann machen wir noch eine E-Scooter-Tour. Ja, genau so sieht's aus.